Liebe Tierfreunde, als ich meiner Frau sagte, dass ich mit der Kamera zum Friedhof fahre, schaute sie mich verwundert an. So würde wohl jeder reagieren, denn ich weiß, dass der Melaten-Friedhof in Köln ein Naturschutzgebiet ist. Aufmerksam wurde ich durch einen Bericht vom NABU Stadtverband Köln. Ich verlinke euch den Beitrag in der Videobeschreibung. Weiterhin hatte ich eine Sendung auf Arte mit dem Namen Wildes Köln gesehen, in dem sogar Füchse auf dem Friedhof gezeigt wurden. Auch diesen Beitrag verlinke ich euch. Die Neugierde war geweckt. Einen Greifvogel konnte ich direkt nach dem Eingang entdecken. Später sah ich zwar noch einige Male einen Mäusebussard über den Friedhof fliegen, für einen Videoschnappschuss reichte es aber leider nicht. Auch die Halsbandsittiche haben das Naturschutzgebiet für sich entdeckt. Der Melatenfriedhof ist der Zentralfriedhof von Köln. Eine gute Zeit für Aufnahmen ist sonntags morgens zwischen 7 und 9 Uhr. Dann sind auch noch fast alle Parkplätze auf der Piusstraße frei und können kostenfrei genutzt werden. Der 435.000 Quadratmeter große Friedhof ist von der Anzahl der Grabstätten der größte Kölner Friedhof. Anstatt Füchse konnte ich viele Eichhörnchen beobachten, die teilweise recht zahm waren. Wenn ich aus der Hocke gefilmt habe, kamen einige langsam auf mich zu. Man merkt deutlich, dass sie schon von mehreren Menschen gefüttert worden sind. Wer gerne Eichhörnchen fotografieren oder filmen möchte, ist hier genau richtig. Ich habe bestimmt über 20 Eichhörnchen gesehen. Man findet an einigen Stellen auf dem Friedhof Nistkästen und Vogelfutterhäuser, so auch die Tannenmeise. Zum Leidwesen der Grabpflegenden ernähren sich die Tiere auch von dem, was frisch auf den Gräbern angeboten wird.